Es gibt Dinge, die mehr Aufmerksamkeit bekommen, als sie sollten, wie das Liebesleben von Richard Lugner. Und dann gibt es Dinge, die viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, als sie sollten, wie die Informationsfreiheit. Es geht darum, was wir alle vom Staat wissen dürfen. Welche Schulen haben besonders gute Matura-Ergebnisse und welche besonders schlechte? Wie lange dauert es im Schnitt, bis es ein Ergebnis für einen Corona-Test gibt? Und was genau sind die Bedingungen dafür, dass der Staat, also wir alle, die Austrian Airlines mit 450 Millionen Euro Steuergeld gerettet hat? Aktuell erfahren wir das nicht. Es gilt das Amtsgeheimnis. Das ist ein Gesetz, das schon vor circa 100 Jahren eingeführt wurde. Da war es noch gar nicht so lange her, dass Österreich einen Kaiser hatte. Und es funktioniert auch irgendwie so, wie es sich ein Kaiser halt damals gewünscht hätte. Die Untertanen sollen gar nicht so genau wissen, was der Staat, der sie regiert, so macht. Aber heute funktioniert ein Staat doch anders. Wir wählen ein Parlament, das Regeln für uns alle macht. Und unsere Regierung arbeitet für uns. Wir sollten ihr dabei auf die Finger schauen können. Aber das Amtsgeheimnis verhindert das heute oft. Wir sind der letzte Staat in der EU, bei dem das noch so ist. Damit sind wir im internationalen Ranking zur Informationsfreiheit absolutes Schlusslicht. Die türkis-grüne Bundesregierung hat sich vorgenommen, ein Informationsfreiheitsgesetz einzuführen. Also, alle Informationen bei staatlichen Stellen sollen grundsätzlich öffentlich sein. Außer, es spricht ein wichtiger Grund dagegen. Das Gesetz hätte eigentlich schon vor dem Sommer fertig sein sollen. Im Juni sagte Verfassungsministerin Caroline Edtstadler noch, wir wollen keine gläsernen Bürger, sondern einen gläsernen Staat. Aber irgendwie ist das nichts geworden. ÖVP und Grüne verhandeln immer noch. Dazu muss man wissen, die ÖVP ist seit mehr als 30 Jahren fast durchgehend in der Regierung. Hätte sie das Amtsgeheimnis abschaffen wollen, hätte sie es also längst erledigen können. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt aber, dass er wirklich ein Transparenzgesetz haben will. Es gibt aber noch andere, die in der ÖVP mitreden. Wichtige Bundesländer zum Beispiel. Die sind schon deutlich skeptischer bei der ganzen Transparenzgeschichte. Es wäre auch eine wirklich große Umstellung. Vielleicht liegt es ja daran, dass die Verhandlungen schon so lange dauern. So oder so, das Informationsfreiheitsgesetz steht im Regierungsprogramm. Es wurde versprochen und es kommt hoffentlich bald. Das wäre ein großer Schritt hin zu einem modernen Österreich und wirklich wichtig.